Olli und Max, ihr seid jetzt eine Person. Ihr sprecht sozusagen mit einer Zunge. Also Sätze bildet ihr nur gemeinsam, indem ihr immer abwechselnd ein Wort sagt. Und Barbara wird euch, dich interviewen. Und dafür frage ich Sie jetzt, meine Damen und Herren, welches Fest sollte abgeschafft werden? Oktoberfest. Oktoberfest. Oktoberfest kam gerade von beiden Seiten gleichzeitig. Das hat mich überzeugt. Genau. Nehmt Platz, aber das ist noch nicht genug. Ihr habt einen Verein gegründet, würde ich mal sagen, um das Oktoberfest abzuschaffen. Aber da ich eines von euch beiden weiß, ihr könnt nicht so gut Kölsch. Nein. Macht jetzt, eine Person macht das Ganze in Kölsch. Dann habt ihr gleich auch einen Grund, warum das Oktoberfest abgeschafft werden soll. Und ich übergebe jetzt an Barbara und ihr kleines Freischnauze-Magazin und freue mich. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim Bayerischen Rundfunk mit einer Sondersendung. Eine Initiative gegen das Oktoberfest hat sich zusammengetan und wir haben heute den Initiator bei uns, Herr Dr. Gössel. Guten Tag. Herr Gössel, es macht uns natürlich betroffen, dass Sie so ein Gegner des Oktoberfests sind. Wie ist das gekommen? Ich habe natürlich das Oktoberfest immer gehasst, weil ich kein Bier mag. Nun kann man ja auch auf das Oktoberfest gehen und kein Bier trinken. Waren Sie denn je auf dem Oktoberfest? Natürlich war ich nie da. Nicht? Nein. Was genau missfällt Ihnen denn so am Oktoberfest? Japaner und Chinesen und Rumänen und Deutsche kann ich nicht ab. Warum? Die sind immer muffig. Und außerdem riechen sie wie Fischotter. Genau. Waren Sie denn schon mal in Japan oder China? Bin ich bekloppt? Was sonst möchten Sie noch abschaffen? Sie haben sich ja eine ganze Reihe von Dingen vorgenommen, die Sie demnächst nicht mehr hier in Deutschland sehen wollen. Was genau ist das? Nun, das betrifft vor allem die Weihnachtsfeier und Ostern und meinem Karneval. Aber das krieg ich nicht gebacken. Wie viele Menschen sind denn in Ihrer Organisation gegen das Oktoberfest bisher engagiert? Ach, nur zwei. Sie haben, Herr Dr. Gössel, jetzt hier live im Fernsehen die Möglichkeit, noch mehrere Anhänger Ihrer Initiative zu gewinnen. Hier ist Ihre Kamera. Bitte machen Sie Ihren Aufruf jetzt. Liebe Freunde aus Bayern, hört auf mich, weil das ist ein schönes Gelegenheitchen, um das Biertrinken zu vermeiden. Deshalb sage ich euch, Freunde, das mit dem Oktoberfest ist scheiße. Ich bedanke mich bei Herbert Schöneberger, Max Giermann, Oliver Welke und Mirko Nonchef. Meine Damen und Herren, das war's. Bleibt einfach erschöpft liegen, dann geht's noch die Freitag Nacht News. Wir sehen uns nächsten Freitag bei Freischnauze. Großartig! Großartig!